Ja, gern. Soll ich? Probier mal. Ja, sag's mir mal so. 10 Jahre alt, ja? Er ist platziert, gut. Ja, gut, dann lass dir mal erstmal schön Zeit. Irgendwie ist deine Kandare komisch verschnallt. Das ist irgendwie ein bisschen verdreht da oben am Genick, aber ich glaube, du musst erstmal ein bisschen Schritt reiten in aller Ruhe und dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Der ist auch schön groß und ich bin schön klein, sodass ich da auch nicht so gut dran komme. Lassen erstmal ein bisschen in Ruhe Schritt gehen und versuchen, dass er sich ein bisschen loslässt, dass er sich dran gewöhnt. Genau, so ganz viel Werbung hier, alles schön bunt, ganz viele Leute auf der anderen Seite. Irgendwie ist das auf der rechten Seite da sehr ein bisschen verdreht, da oben. So, genau. Ganz ein bisschen ruhiger Schritt reiten. Genau, lass ihn ruhig sich was anschauen. Ein bisschen nach innen stellen, genau. Und dann mal klopfen, zwischendurch auch mal loben, genau. Dass er erstmal Vertrauen gewinnt, das ist erstmal das Wichtigste. Ein Pferd an die Atmosphäre zu gewöhnen. Pferde sind ja erstmal ein bisschen ängstlich, der eine mehr als der andere. So, genau. So, jetzt kriegen wir schon mal ein bisschen geregelten Schritt, ein bisschen gespannt ist er noch. So, und nimm mal deinen Oberkörper ein bisschen weiter zurück, genau, ein bisschen Kreuz anspannen, so, genau. Jawohl, gut. Ja, dann wechselst du mal die Hand. Wir machen das erst im Schritt, bis er im Schritt loslässt und geregelten Schritt geht. So, genau. Lass die Kandare mal so ein klein bisschen länger, den Kandarenzügel ein bisschen durchrutschen lassen, genau, dass du nicht mit der Kandare den Kopf runterziehst, sondern einfach, genau, an die Trense ein bisschen herantreiben, Oberkörper zurücknehmen, genau, bleib, setz dich schön hin, so, gut, ja, bleib ein bisschen dran mit der inneren Hand, aber mit der Trense, mehr mit der Trense, so, genau, jawohl, genau, gut. So, das ist gut. Das ist gut. Die Seite ist nicht ganz so gefährlich wie die andere mit den vielen Menschen. Ja, gut so. Ja, ganz in Ruhe. Wieder ein bisschen nach innen stellen, genau. Das innere Bein, innere Schenkel begrenzt ein bisschen. Jetzt reizt mal eine Schlangenlinie durch die Bahn im Schritt. So, genau. Oberkörper bleibt zurück, dass du nicht vor dem Pferd sitzt. Ne? Setz dich schön hin, dass du die Hinterbeine spürst, wie die Hinterbeine abfußen. So, genau. Die Kandare wird wieder ein bisschen stramm. Ja, genau. So, in aller Ruhe. Bis er merkt, das tut ihm nichts. Keiner springt ihn an. Genau. So, jawohl. Jetzt wird es auch im Takt etwas besser. Gut, machst du das, Luca. Wieder ein bisschen rechts stellen, ja? Genau. Mal schon so ein bisschen, ja, vorab, bevor er sich irgendwas ausguckt, ein bisschen das Bein und den inneren Zügel dran lassen, ein bisschen nach innen stellen, genau. Gut, so. Ja, gut. Und dann klopfst du ihn nochmal, ja. Am besten mit der äußeren Hand, da wo die Gefahr ist, klopfen, ein bisschen nach innen stellen und auf der Gefahrenseite sozusagen da einmal kurz abklopfen, dass die Seite auch nicht schlimm ist. Jawohl, jetzt reizt du nochmal von der rechten Hand eine Schlangenlinie so im Schritt. Ja, gut. Auch wenn das Pferd nicht mehr ganz jung ist, aber hat dann doch ein bisschen mit der Atmosphäre zu kämpfen. Oberkörper bleibt zurück, jetzt schon links stellen, so, genau. Der kann sich das anschauen, aber er soll schön weitergehen. Genau, so, gut, richtig. So, jawohl, wieder rechts stellen, genau, prima. Genau, und dann wieder ein bisschen links stellen, das linke Bein dran lassen, Oberkörper zurücklassen, gut, so. So,
Das ist mir wichtig, dass man sich für solche Sachen erstmal Zeit nimmt. Ne? Also das Pferd entscheidet letztendlich. Wir können jetzt nicht sagen, nur weil der jetzt guckt und wir haben jetzt 20 Minuten, jetzt muss dieses geschehen und dann jenes geschehen, sondern man muss sich nach dem Pferd richten. Und das zieht sich bei uns eigentlich so durch bis in den Spitzensport, ne? Dass man die Pferde an die Atmosphäre gewöhnt und wenn das Pferd Vertrauen hat und schon mal im Schritt an den Hilfen steht, genau, und ja, richtig, genau, so. Und jetzt lässt er auch so ein bisschen mehr los. Zwischendurch geht immer noch mal der Kopf ein bisschen hoch. Und dann verspannt er sich noch mal kurz. So, genau. Prima. Sehr gut. Sehr gut. Okay, nach den nächsten beiden Ecken, nach der kurzen Seite, dann trab's mal an. Erstmal leicht traben und denk dran, dass du die Kandare wieder so ein klein bisschen durchrutschen lässt. Den Kandarenzügel, dass der nicht so stramm ist. Ja, die Kamera, genau. Das bewegt sich auch noch ein bisschen. Sehr gut. Okay, gut. Ja, prima. So, das geht ja schon ganz locker. Das ist gut so. Und jetzt versuch mal, dass du mit deinem treibenden Schenkel eine gleichmäßige Anlehnung herstellst. Ja? Dass du nicht so viel rechts, links ziehst. Nochmal die Trense ein bisschen nachfassen. Gut. Entschuldigung. Es wird Herbst. Ja, gut so. Genau, dann bist du gleich einmal da auf dem Zirkel geritten. Das ist gut. Auch wieder mit dem inneren Schenkel. Ein bisschen in der Rippe biegen. Jawohl. Ja, nicht so doll den Kopf rumziehen. Dann wieder leicht werden mit der Hand. Ja, Zirkel ist kleiner hier. Gut, dann mal Handwechsel. Ja, gut. Das ist prima. Den rechten Zügel klein bisschen nachfassen auf der rechten Hand. Und wieder rechtes Bein rechts stellen. Ja, ja. Halt ihn rechts gestellt. Und links, halt ihn rechts gestellt, ja. Weiße Decke vorne am Hufschlag. Gut so. Gut, Luca, das machst du sehr gut. Ja, prima. So, genau. Immer ein bisschen stellen und wieder leicht werden mit der Hand. Gut. So, richtig. Jawohl. Ja, das ist gut. Arbeitest ihn gut an deine Hand heran, an die Anlehnung heran. Aber versuch mal, nicht so viel Bewegung mit der Hand zu machen, dass der Kopf ein bisschen ruhiger bleibt. Du kannst ihn ruhig mal stellen, aber nicht so das Gebiss durchs Maul ziehen. Ne? Nicht so rechts, links, so rechtes Bein. Ja, die Decke. Gut. Gut, dann gehst du nochmal auf den Zirkel da und dann galoppierst du mal rechts an. Ja, gut. Gut, prima. Ja, das ist eng für so ein großes Pferd. Ja, mal ganze Bahn. Gut. Bisschen mehr vorwärts reiten. Wir sind ja noch so ein bisschen in der Lösungsphase, auch wenn du vielleicht vorher schon ein bisschen gelöst hast, aber das ist ja immer noch so ein bisschen verspannt. Ja, ja, so, richtig. Und wieder ein bisschen vorwärts reiten. Komm. Gut, jawohl. Prima. Ja, jetzt ein bisschen mehr treiben, dass er auch den Hals dann noch ein bisschen mehr fallen lässt und du den nicht immer nur runterziehen musst. Ja, 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 macht nichts, gut. Galopp, 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 bisschen mehr Durchsprung. Jawohl, so. So ist gut. Du musst ihn auch nicht erschrecken mit der Gerte. Du kannst ruhig mal die Gerte dranlegen, ne? Aber musst ihm nicht gleich eine zischen. Das ist ja nicht als Strafe gedacht, sondern nur ein bisschen als Unterstützung, dass das Hinterbein etwas fleißiger wird.
Galoppieren, galoppieren. Komm, lass ihn gehen. Nicht so viel ziehen. Komm, galopp, galopp, galopp. Rechts stellen und vorwärts reiten. Vorwärts reiten, vorwärts reiten, vorwärts reiten. Ja, ja, bleib dran. Vorwärts reiten. Richtig, richtig. Auch wenn er guckt, kann das Hinterbein weiterarbeiten. Ja, richtig. Dann noch einmal auf den Zirkel geritten. Reit zu. Komm, komm, galopp, galopp, galopp. Ja, gut so. Gut. Gut. Und dann nochmal T-Rap. Lass das rechte Bein dran. Gut. Und Handwechsel. Jawohl. Die Hände ruhig. Ja, dass der Kopf nicht immer hin und her geht. Ein bisschen weniger Kandare. So, und jetzt gehst du wieder auf den Zirkel. Und dann galoppierst du mal links an. Ja, gut. An der offenen Seite dann links angaloppieren. Ja, gut, Kurve, genau. So, ist gut. Und wieder ganze Bahn, wieder ein bisschen mehr vorwärts reiten. Komm, komm, komm. Ein bisschen mehr Durchsprung. Jawohl, richtig, richtig, so mit dem Bein, genau. So, dass du ihn vor die treibende Hilfe bekommst. Genau. Jawohl, jawohl, da lässt du auch ein bisschen mehr den Hals fallen. Vorwärts, komm, 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 ja, richtig, richtig, links stellen, so, vorwärts, komm, komm, so, so, das ist gut. Ja, besser. Nochmal auf den Zirkel geritten, ja, richtig, gut, nach vorne, rechtes Bein. Das äußere Hinterbein nicht vergessen, nochmal auf dem Zirkel. Ja, das rechte Hinterbein musst du spüren unter deinem Sitz. So, so, jawohl. Und wieder ganze Bahn und dann nochmal T herab. Gut. Ja, prima. Gerade lassen, nicht so viel rechts, links. Okay, jetzt noch einmal bitte Schritt reiten, kleine Pause. Einmal klopfen. Und zum Schritt durchparieren, gut, okay, klopf hin mal einmal. So, das war jetzt so ansatzweise eine Lösungsphase, noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, aber das Pferd ist natürlich so ein bisschen gespannt hier, ein bisschen am Gucken, aber wichtig ist mir eigentlich immer, egal ob mit einem jüngeren oder älteren Pferd, dass man wirklich eine gute, effektive Lösungsphase reitet, sich erarbeitet und nicht einfach nur irgendwie außen rum und mal eine Runde auf dem Zirkel und das Pferd dann mal irgendwie in den Galopp anspringen lässt und dann auch so von irgendwo nach irgendwo reitet und irgendwo wieder in den Trab fallen lässt, sondern dass man wirklich eine saubere Lösungsphase hat, insofern, dass das Pferd sich wirklich loslässt, dass das Pferd sich dehnt, aber trotzdem an die Hand herantritt, dass das Pferd nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch eingestellt ist, sondern einfach eine natürliche Halsung und Dehnungsform anbietet und dass das Pferd ehrlich im Takt auf beiden Händen über den Rücken an die Hand herantritt. Dass das Pferd fleißig geht, aber nicht eilt und dass die Übergänge Galopp und Trab sauber geritten werden. Dass das Pferd wirklich Übergänge geht, das heißt, dass es auch vom Galopp zum Trab oder vom Trab zum Schritt nicht einfach aufhört zu galoppieren oder aufhört zu traben, sondern dass es ein bisschen Last aufnimmt, dass die Hinterhand unter den Schwerpunkt tritt und dass ich einen bestimmten Übergang reite und nicht das Pferd bestimmt, wann es irgendwie vor der Ecke in den Trab fällt, sondern dass ich wirklich bewusst saubere Übergänge reite und dass das Pferd auch sauber und gut in der Anlehnung bleibt, sowohl beim Angaloppieren als auch wieder bei der Rückführung. Und das lasse ich meine Schüler auch immer wirklich so lange machen, bis das gut ist, bis das Pferd das gut macht. Je besser die Lösungsphase, je effektiver die Lösungsphase, desto zufriedener ist das Pferd nachher bei der Arbeit und desto leichter und schneller geht nachher eigentlich auch die Durchlässigkeitsarbeit. Wenn diese Lösungsphase schon wirklich effektiv ist, durchlässig ist und Pferde klar im Takt und gut in der Anlehnung und losgelassen diese Übergänge machen, umso leichter hat man es nachher mit der weiteren versammelnden Arbeit. Okay, Luca, dann nimmst du jetzt mal wieder die Zügel auf und dann
stelle ihn mal ein bisschen durch. Ja, setz dich hin. Erstmal fangen wir mal mit deiner Aufrichtung an. Genau. Du richtest dich auf. So. Ne? Und schon tritt das Pferd ein bisschen mehr unter den Schwerpunkt, dass man nicht einfach nur in die Zügel greift und den Kopf runterzieht, sondern dich hinsetzen, dich aufrichten. So, die Ellbogen beugen und die Hände überm Widerrist aufstellen, dass die Daumen oben sind, die Schultern zurück. Ja, genau. Auch wenn du mal ein bisschen guckt, wieder richte dich auf, nicht nach vorne fallen. Ne? So, genau, mach dich groß und dann trabst du nochmal an. Jetzt aussitzen, Hände überm Widerrist mit der Trense, überm Widerrist. Nicht so runterdrücken, die Fäuste. Ne? Ja, so, genau, deine Hände tragen. Genau, jetzt lässt du die Kandarrenzügel nochmal wieder ein bisschen locker. Gut. Jawohl. Und die Hände tragen. So, das ist gut. Immer erstmal an dem Sitz arbeiten. Ich lasse immer erst auch, ich versuche es auch selber natürlich nach wie vor, immer korrekt zu sitzen, effektiv meine Hilfen einzusetzen und mich dann um das Pferd zu kümmern, weil das Pferd folgt mir. Das Pferd macht in der Regel meistens, was ich sage oder wie ich es reite. Und je besser ich sitze, je korrekter ich sitze, desto leichter fällt es dann auch dem Pferd. So, gut. Nicht so doll mit der inneren Hand. Schön gleichmäßig lassen. Jawohl. Gut, Luca, prima. Nochmal Handwechsel. Reit mal eine Diagonale. Gerade. Ja, der Kopf bleibt gerade. So. Weiß nicht, ob der das so toll findet, wenn der Kopf immer so hin und her geht. Halt ihn mal ein bisschen gerade. Rechtes Bein. Ja, prima. Gut so. Ja, gut. Die Hände tragen überm Widerrist. So, jetzt reize nochmal eine Diagonale. Ich gehe jetzt auch mal aus dem Weg. Jetzt reite mal eine saubere Diagonale bis zu dem drittletzten Kürbis. Das sind jetzt unsere Bahnpunkte. Ja, gerade. Die Zügel rahmen das Pferd ein und deine Schenkel rahmen auch das Pferd ein. Genau. Ja, prima. Sehr gut. Sehr gut ist das. Wieder ganze Bahn. Jawohl. Und dann an der nächsten langen Seite reizen wir Schulter herein. Links. Immer schön so im Takt. Das ist ganz prima. Der ist auch jetzt schon viel losgelassener. Gut. Weich mit der Hand. Gut. Nicht zu viel seitwärts. Ne? Nicht zu viel nach innen ziehen. Ja, gut. So wieder gerade richten. Gut. Und noch einmal. Nimm so ein bisschen die Biegung aus der Ecke mit und dann bleibst du am äußeren Zügel dran, am äußeren, innen weich werden, so und so gehen lassen. Jawohl, dann kommst du mal auf die Mittellinie von da unten und im Schulter vor eine Traversale links einleiten. Ja, gut, Schulter vor, ja, nicht zu steil, bisschen flacher die Traversale, gut, das macht er ja sehr schön. Durchlässig, wieder den rechten Zügel, Trense ein bisschen nachfassen. Ja, dann nochmal Schulter herein, rechts, wieder die Ecke nutzen zur Vorbereitung. Gut. Und mit dem rechten Zügel weich werden. Jawohl, prima. Das ist gut, das ist sauber so. Schön in der Rippe gebogen. Ja, mach's noch einmal. Gut. Ja, jetzt wieder rechts weich werden mit dem rechten Zügel, gehen lassen und dann wieder auf die Mittellinie abwenden, dann gerade zuerst ein Stückchen geradeaus, im Schulter vor und leitest dann eine flachere Traversale ein. So, ja, genau, gut, Schulter vor, immer erst die Schulter, gut, jawohl, prima, gut gemacht, wieder ganze Bahn. Gut, ruhig die Hände, ja, na, da, du bist immer da ein bisschen dolle mit der Hand, lass mal den Zügel klein ein bisschen länger, so,
So, und die Hände über dem Widerriss dahinstellen. Gerade lassen, das Genick gerade lassen. Das muss immer hin und her mit dem Kopf. Lass mal den Kopf gerade. Sonst wird dem ja noch schwindelig. Ja, bleib sitzen. Bleib sitzen, bleib sitzen. Gut. So, und an der langen Seite dann mal halten. Weich mit der Hand. Das Hinterbein heranschließen. Ja, da geht jetzt gerade jemand. Gut, brav, brav. Nicht ziehen, nicht ziehen. Lass mal los. Lass mal los. So, und schön atmen, ja, und dann trabst wieder an. So, gut, gut. Den Zügel ein bisschen länger an der nächsten langen Seite, nochmal halten. Ja, Oberkörper zurücklassen, die Hände aufrecht. So, und ein bisschen treiben jetzt, treiben, gut. So, ja, ist gut, nicht runterziehen, lass ihn mal. Klopf ihn mal. Klopfen. Ja, ja, genau. Und Schritt anreiten. Gut, klopf ihn mal. So ist ja gut. Prima. So. Ne, gerade wenn das Pferd unsicher ist und ein bisschen guckt und gespannt ist, weiterreiten, durcharbeiten, aber ein bisschen mehr Vertrauen geben. Dem Pferd ein bisschen mehr Zutrauen auch, ja, einfach ein bisschen noch mal loslassen, nicht immer nur den Kopf runterziehen. So, ja, er darf da ruhig auch mal hinschauen, das macht ja nichts. Er kann ja dabei weitergehen, genau. Gut, dann nimmst du die Zügel wieder auf und an der kurzen Seite galoppierst du mal links an. Wieder den Oberkörper zurück, erst wieder richtig hinsetzen, richte dich auf. Ja, gut. Richte dich auf. Prima, sehr gut. Und den Kopf ruhig lassen. Nicht immer links, rechts so viel ziehen. Ein bisschen mehr von hinten den Galoppsprung erhalten bzw. ausreiten. Ein bisschen mehr Galoppsprung. Ja gut, gut. Dann nimmt er auch den Kopf runter. Na, wenn du nur ziehst und von hinten nicht treibst, dann wehrt er sich eher dagegen. Dann wird er eher ein bisschen sturer. An der nächsten langen Seite mal zulegen, ein paar Galoppsprünge. Ja, komm, gut. So, prima, sehr gut. Ja, das machst du gleich nochmal. Gut so. Da sehen wir auch einen guten Galoppsprung. Nochmal zulegen, komm, gut. Ja, ja, prima. Das brauchst du, das ist gutes Abfußen. Durch die ganze Bahn wechseln, in der Mitte fliegender Wechsel. Kopf gerade lassen, beide Zügel, so, gut, prima. Und wieder vorwärts reiten, wieder ein bisschen vorwärts, an der langen Seite wieder zulegen. Ja, so, so sitzen, genau. So, jetzt kriegst du das Hinterbein, komm, weiter, komm. Gut, rechts stellen, rechtes Bein, rechts stellen und vorwärts, und vorwärts, und vorwärts. Jawohl, und nochmal zulegen. Ja, komm. So, prima. Ja, sehr gut ist das. Sehr gut. Und noch einmal. Ja, jetzt arbeitet er mal ein bisschen mehr aus der Hinterhand. Gut. Und dann wieder durch die ganze Bahn wechseln. In der Mitte wieder einen fliegenden Wechsel. Jawohl, jawohl. Gut. Nach vorne, vorwärts reiten, vorwärts reiten, vorwärts reiten. Prima, sehr gut. Gerade lassen wieder, ne? Immer schön Diagonale, dass er nicht gleich wieder zur Bande geht. Einmal auf dem Zirkel geritten. Vorwärts, vorwärts, vorwärts galoppieren. Jawohl, jetzt geht es wieder auf die Mittellinie oder ein bisschen hinter der Mittellinie. Ja, und dann traversierst du mal nach links, aber eine lange Traversale. So, sehr gut. Ja, prima. Ja, gut, Luca. Bleib im Außengalopp fast. So, macht nichts, macht nichts. Parier mal durch und galoppierst rechts an. Galoppier ruhig rechts an. Machen wir es erst von rechts. Gut. Und wieder den schönen Galoppsprung dir holen. Galopp, Galopp, komm, komm. Gut, noch einmal ganze Bahn. Nochmal zulegen an der langen Seite und dann wieder Mittellinie und dann Traversale rechts.
So, von hinten da ranreiten, das Hinterbein mitnehmen mit dem Sitz, mit deinem Becken zur Hand. Ja, rechts stellen, gut. Gut. Ja, prima. Schau dahin, wo du hin möchtest. Gut. Bleib mal im Außengalopp. Ja, gut. Jawohl, 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 gut. So, da kriegst du das Hinterbein zum Arbeiten. Ja, weiter. Ja, nochmal die nächsten beiden Ecken und an der nächsten langen Seite wieder fliegender Galoppwechsel. Bleib sitzen. Galopp, Galopp, Galopp. Jawohl, jawohl, gut gemacht, prima. Vorwärts reiten, prima, sehr gut. Nochmal Mittellinie. Machen wir das Gleiche nochmal von links. Links stellen. Oberkörper zurücklassen. Gut. Gut. So. Kopf hoch. Bleib sitzen. Bleib sitzen. So. Gut. Wieder im Außengalopp. Rechtes Bein. Rechtes Bein. Rechtes Bein. Ja. Rechtes Bein. Ja. Richtig. Guck mal. Jetzt gibt er auch ein bisschen nach im Genick. Fängt er an zu kauen. Prima. Und wieder rechtes Bein. Oberkörper bleibt zurück. Jawohl. Jawohl. Gut so. Ganze Bahn und wieder fliegender Wechsel. Vorwärts, vorwärts, richtig, richtig, gut gemacht. Erst Schwung geholt, sehr gut ist das. Jawohl. Ja, weiter galoppieren, weiter galoppieren. Ja, komm, gut. Jetzt gehst du nochmal durch die ganze Bahn wechseln. Mach die Diagonale so lang, wie du kannst und reizt dreimal zu vier Sprüngen. Galoppwechsel. Ja, schau dahin, vorletzte, drittletzte Kürbis, bleib sitzen. Ja, prima, sehr schön. Jetzt machst du das Gleiche nochmal mit drei Tempi, auch drei Wechsel zu drei Sprüngen. Ja, guck dahin, ja. Gut, ja, bleib dran. Gut, das machen wir nochmal. Erst richtig auf der Diagonalen sein, da hinschauen, wo du hin musst, dann eine kleine Parade und dann die Hilfe. Ja, Sitz, Sitz, prima. Machen wir nochmal. Bleib am Maul dran, ja, ein bisschen versammelter. Nochmal, richte dich auf, setz dich hin, setz dich hin, setz dich hin, so und ist immer der nach links, ne? Du musst da ein bisschen doller mit dem rechten Bein. Machen wir nochmal. Ein bisschen deutlichere Hilfe mit dem rechten Bein. Aufnehmen, aufnehmen, sitzen, so. Und, ja, komm, schneller. Und, so, jawohl. Jetzt müssen wir beide Seiten nochmal hinkriegen. Jawohl, immer wiederholen, bis es klappt. Kopf hoch, hinsetzen, hinsetzen. Gut, und, so, und, nochmal, immer erst zu Ende reiten, dann loben. So, aufnehmen, aufnehmen, Bein, weiter, 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 gut. Ja, so, ja, endlich, sehr schön, gut gemacht. Ganze Bahn, an der langen Seite nochmal zum Trab durchparieren. Setz dich hin, Übergang, genau das, ne? Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Nächste lange Seite. Du musst ein bisschen mehr treiben und nicht ziehen, ja? Ein bisschen am äußeren Zügel dranbleiben, der innere Zügel wird ganz weich. Rechter Zügel, linkes Bein, besser. Gut, machen wir nochmal. Dreierwechsel gehen, Übergang zum Trab ist dann schon wieder was ganz anderes. Weiter, komm, komm. So, links loslassen, linkes Bein. Ja, ja, und mitgehen, genau, genau, dass das fließend ist. Einmal machen wir es noch. Gut, prima. So, und das Bein bleibt dran, ja, das Pferd bleibt vor dir. So, ja, okay, ja, ist gut. Gut, du hast verstanden, worum es geht. Das ist das Wichtigste. Okay, einmal durch die ganze Bahn wechseln und zulegen. Gut. Ja.
Ja, prima. So, jetzt ist auch die Anlehnung ruhiger. Jetzt mal die Zügel aus der Hand kauen lassen. Du kannst auch sitzen bleiben. Ja, genau. Und ganze Bahn. Gut so. So, guck mal, wie der jetzt den Hals schön fallen lässt. Prima. Du brauchst nämlich gar nicht links, rechts ziehen. So, noch länger. Noch länger. Ja, 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 genau. Sehr schön. Sehr schön. Brav. Sehr schön. So, ja. Noch länger. Ganz lang. Und jetzt trabst du mal leicht und klopfst den. Genau. Ja, lass ihn ruhig. Lass ihn ruhig da hingucken. Macht ja nichts. So. So, jetzt haben wir ein weitestgehend zufriedenes Pferd. Nicht 100%, ein bisschen skeptisch ist er noch, aber er hat gut gearbeitet und ist jetzt deutlich lockerer als vorher. Dann gehen auch die Öhrchen mal nach vorne, aber nicht mehr so schreckhaft. Genau, nochmal klopfen rechts. So, genau, okay. Und zum Schritt durchparieren. Prima. Das habt ihr gut gemacht, Luca. Sehr gut, weil das war gar nicht so einfach am Anfang. Vorsichtig mit dem Klatschen. Ja, genau. Sonst ist alles wieder dahin. Die ganze Losgelassenheit, die wir erarbeitet haben. So ist brav. Habt ihr sehr gut gemacht. Prima. Sehr schön. Ja. Pferd zufrieden, Mädchen lächelt, alles gut. Sehr schön. Okay, dann bleibt mal einmal stehen. So, jetzt will ich das doch noch mal einmal mit dieser Kandare sehen. Okay, wir haben es verstanden. Alles klar, es ist falsch verschnallt. Kann man auch so schnell nicht lösen. Muss erst vom Kopf runter. Okay, prima. Danke, Luca. Sehr brav. Dafür, dass die Kandare auch noch falsch verschnallt ist. Okay, das Pferd von Jakob ist ja, glaube ich, ziemlich bekannt hier im Rheinland. 13-jährig, 3 Sterne S platziert, vorne platziert, Richtung Grand Prix, kurz Grand Prix und so. Das geht schon alles. Auch noch ein bisschen angespannt erst. Ein sehr talentiertes Pferd. Ich habe ihn schon mal einmal gesehen in einem Lehrgang vor 1,5 Jahren oder so ungefähr, schätze ich. Und sehr talentiert, bisschen hot hin und wieder noch, aber ein Pferd, was durchaus ganz viel Spaß macht. Ja, gut, genau. So, prima. Der hat eigentlich so den Nerv, den man sich für ein Grand Prix fährt, wünscht. Na, schon ein bisschen sehr aktiv und auch ein Pferd mit einem energischen Hinterbein. Allerdings hat man natürlich auch manchmal ein bisschen gegen die Nervosität anzukämpfen. Insofern, dass er sich schon mal ein bisschen eng macht oder in der Anlehnung nicht ganz so beständig ist. Aber gut, das sind ja die Herausforderungen, die man so hat. Ja, gut.
Oh Gott. Eine rote Tüte. Ja. Ja, gut. So, genau. Lass ihn erst so ein bisschen traben oder reit eben auch so ein bisschen Übergänge im Trab oder Trabschritt, bis er sich genau so ein bisschen mehr loslässt und du eine bessere Verbindung bekommst von hinten nach vorne, dass er auch nicht zu eng im Hals wird, dass du so ein bisschen bessere Anlehnung, konstantere Anlehnung bekommst. Genau, so genau, das ist richtig. Auch den Hals so ein klein bisschen mehr fallen lässt. Die Gerte brauchst du eigentlich jetzt noch gar nicht, weil er im Hinterbein noch sowieso sehr spannig ist. So, richtig, genau. Das ist richtig. So, jawohl, gut. Erstmal ganz in Ruhe. Gut. Ja, weich mit der Hand, genau. Da. Mit der Wade so ein bisschen noch mehr einrahmen, dass du ihn so ein bisschen besser noch vor dich bekommst, ohne dass er gleich wieder spanniger und eiliger wird. So, genau, richtig. Jawohl, gut. Ja, die Hand ruhig lassen. Ja, gut. Ja, das ist sauber, das Schulter herein. Gut, ja, bleib sitzen, das ist ja gut, wenn er von alleine so ein bisschen zurückkommt, weil er möchte auch jede Werbung einzeln lesen, ne? auf der Leinwand, so, gut, ja, das ist brav, gut. Ja, dann nochmal Handwechsel, machst nochmal ein, zweimal Schulter herein auf der rechten Hand. Ja, jetzt wird er so ein bisschen gleichmäßiger im Ablauf. So. Ja, gut. Ja, das ist auch noch so ein bisschen verkantet. Du musst das erst mit der Anlehnung noch so ein bisschen besser herstellen können, so, dass du noch eine bessere Verbindung hast von hinten nach vorne. So, ruhig mit der Hand. So, ist gut. Ja, lass ihn mal los. Bleib sitzen. So, gut. Nochmal, Schulter herein, rechts. So, ja, besser. Gut. Jawohl. So, ein bisschen loslassen wieder. Gut. Ja, lass ruhig die Tritte ein bisschen länger werden. Lass die Tritte etwas länger werden. Nur nicht noch spanniger im Hinterbein. Nochmal, Schulter herein. Jawohl. Und versuch mal, dass er dann, lass ihn so ein bisschen mehr los vorne, dass er im gleichen Maß trabt. Gleichmäßig heißt nicht immer ungleich, sondern in gleichem Maß. So, genau. Jetzt reizt nochmal eine lange Traversale rechts. Oberkörper zurück, ja, Kopf hoch, gut, so gehen lassen, so, das ist schon schöner, genau, prima, gutes Kreuzen, gut, ja, lass ihn ruhig los, genau, jawohl, ja, noch einmal Schulter herein, links, deinen Kopf hoch, ja, dass du nicht so sehr ins Pferd schaust, genau, so, und lass los, lass ihn gehen. So, lass ihn ruhig gehen, genau, prima, sehr schön. Nochmal eine Traversale links, Kopf hoch, dann Kopf hoch und die Hand tief. Ja, lass die Hand ruhig, du musst ja nicht immer dran rumregeln. So, Kopf hoch, so, lass ihn mal machen. Sehr gut, noch ein bisschen eilend, aber gut kreuzend, so, prima.
Sehr schön. Jetzt lass die Zügel noch ein bisschen länger. Kopf hoch und sitzen bleiben. Ja, 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 ja. Beschäftige dich mal mit dir, nicht so sehr mit dem Pferd. Ja, genau. Gut. So, prima. Ja, gut. Wieder Schultern zurück, Kopf hoch, Zügel länger. Gut. Und noch einmal nach links. Ja, ja, gut. Jawohl. Sehr gut. Und wieder loslassen, deinen Kopf hoch. Ja, sehr schön. Sehr schön, prima. Und zum Schritt durchparieren. Lassen mal länger. So, ja, gut. Sehr gut. Sehr gut. Die Seitengänge sind sehr schön, ne? Das ist so von vorne gesehen, ist das sehr gut. Von der Seite vielleicht noch ein bisschen eng. Aber je weniger du vorne machen musst, weil treiben musst du ja auch nicht, der läuft ja. Der ist ja eh, konzentrier dich auf deinen Sitz, dass du schön mitschwingst, aber nicht vorne über bist und dann wieder mit der Hand einwirken musst. Je weniger du mit der Hand machen musst, desto besser lässt sich das Pferd los. Auch wenn er mal ein bisschen guckt, genau, dann stellst du ihn einmal wieder ein klein bisschen runter und lässt ihn wieder alleine. Genau, gut. So, das ist gut. Jawohl. Ah, klopf ihn mal. Ja, genau. So, das ist gut. Ja, dann kriegt er auch den Hals ein bisschen länger. Prima. Okay, dann machen wir ein bisschen Galopparbeit. Jetzt auch. Erstmal ein Galoppsprung. Und eine Verbindung wieder bekommen, von hinten nach vorne. Und der Hals muss flacher und länger werden. Ja, da mit dem Sitz, mit deinem Becken so ein bisschen mehr zur Hand reiten, aber die Hand passiv lassen. So, so, ja, ja, sehr schön. Sehr schön, Jakob, gut. Prima, jawohl. Noch einmal rum, reit noch einmal ganze Bahn. So, bleib einfach sitzen. Ja, sehr gut. Dann reizt man eine ganze Traversale rechts. Genauso wie im Trab. Einleiten und dann das Pferd machen lassen. So, sitzen bleiben, Kopf hoch, Kopf hoch. So, 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 prima. Jawohl, prima. Gut. Lieber den Wechsel so ein bisschen später, dass er erst gerade gerichtet ist. Auch Oberkörper zurück, ganze Bahn, so. Ja, gut. Das ist gut. Jawohl, jawohl, gut. Nochmal ganze Traversale links. Oberkörper zurück, so und wieder so lassen, so gehen lassen. Genau. Ja, sehr gut. Gut, gerade nach vorne. Jawohl, schön, prima. Ganze Bahn. Und dann versuch mal von da hinten an der langen Seite einmal nach rechts und fliegender Wechsel wieder nach links zu traversieren. So ein bisschen Zick und Zack Traversale, einmal hin und her. Ja, gut so, wieder die Nase vorlassen. Bisschen rauslassen, Oberkörper zurück, du musst dich nicht so in die Kurve legen, so, nicht so weit, nicht so weit, nicht so steil, hast ja nur ein bisschen, so, ja, gut, gut, mach's nicht zu schwer, so, gut, jawohl, prima, einmal Handwechsel mit einem fliegenden Wechsel, muss jetzt, dann machst du es nochmal von links, aber keine doppelte Ganze, ne? Nur so ein paar Galoppsprünge nach links, von der langen Seite. Oberkörper zurück. Ja, Oberkörper zurück. So, gut. Und jetzt geradeaus. Gerade, warte, rechts stellen. So, Schulter vor. Genau. So, gut. Wieder hinsetzen. Ja, sehr schön. Mach's noch einmal. Machen wir, dass wir das Umstellen noch ein bisschen schöner kriegen. Oberkörper, so, so, so lassen.
Ja, rechts stellen, gerade, rechts stellen. Nee, nee, machen wir nochmal. So, geradeaus. Nee, der Wechsel, warte, langsam. So, genau. Der Wechsel muss gerade erfolgen und mit der Schulter vor, nicht mit der Hinterhand voraus. So, nur ein paar Galoppsprünge. So, jetzt gerade, lass das linke Bein dran. Links stellen, ja, nach links, so. Jetzt wieder gerade, rechts stellen, rechte Bein bleibt dran. Ja, so, genau, mach's nochmal. Nochmal so ruhig, ja. So, sitzen, gut. Lass das linke Bein dran, geradeaus reiten. Geradeaus, links stellen, Schulter vor. Jawohl, jetzt das rechte Bein dran lassen, rechts stellen, Schulter vor. Ja, gut. Jawohl, prima. Und einmal zum Schritt durchparieren. Gut, einmal klopfen, kleine Pause. Gut. Na, das ist wichtig, wenn du Zickzack-Traversalen übst, nach links traversieren, gerade richten und dann mit dem rechten Schenkel erst wieder die Schulter vorbekommen in die neue Richtung. Sonst geht die Hinterhand voraus und der Wechsel ist nicht gerade. Weil er traversiert ja sehr schön leicht, geht auch gute Wechsel dazwischen. Nur du musst darauf achten, dass die Wechsel gerade und dann mit der Vorhand in die neue Richtung sind, nicht mit der Hinterhand. Ja? Brav, so ist gut. Brav. Gut, dann gucken wir gleich mal nach der Galopp-Pirouette. Gut. Jetzt ruhig etwas größer erst. Gut, sitzen bleiben. Ja, gut. Ja, das machen wir nochmal. Mach's mal links, versuch mal wenigstens acht Galoppsprünge zu reiten. Versuch mal 8 Galoppsprünge zu reiten. Nicht so schnell wenden, Oberkörper zurück, Oberkörper bleibt zurück, sitzen bleiben. So, so 8 Galoppsprünge, rechter Zügel, ja, das ist ein bisschen sehr geklettert. Machen wir nochmal. So, den Hals ein bisschen tiefer, Hals tiefer, Oberkörper zurück, Hals tiefer, so, so, und jetzt lang, so, galoppieren, ja, größer, langsam, größer. Das waren 4,5 Galoppsprünge. Wir brauchen 8 Galoppsprünge. Versuch mal 6 bis 8 Galoppsprünge ist die Pirouette. Der wendet zu schnell, ne? Gar nicht so viel Bein, nicht so viel Bein. Nicht so viel mit dem linken Sporn. Linker Zügel und vorlassen. Linker Zügel, ja, und vor. So, 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 ja. Ja, besser. Du hast immer noch zu viel äußeres Bein. Das äußere Bein muss lieber so ein bisschen nach vorne treiben, aber nicht seitwärts treiben. Nochmal, sitzen bleiben. So, bleib so sitzen. So, lass das rechte Bein dran, das rechte Bein und linker Zügel. Ja, ja, größer, größer. Ja, genau. Gut. Ja, macht nichts. Es geht immer noch zu schnell rum. Ja. Reit mal eine halbe Pirouette. Am linken Zügel. So. Und rausreiten. Jetzt rausreiten. Genau. Geh mal auf die Mittellinie. Nimm mal die Mittellinie, ist egal, ob rechts oder links. Oberkörper zurück. Jawohl. Du musst jederzeit in der Lage sein, aus der Pirouette rauszureiten. So, linker Zügel. Gut.
Und jetzt, jawohl. Und rausreiten und geradeaus. Ja, genau. Und da machst du es nochmal. Wieder zurück. Gut. Nicht so viel äußeres Bein, nicht so viel. So, sitzen bleiben, sitzen. So, und rausreiten. Jawohl, genau. Gut, noch einmal. Wieder eine halbe Pirouette. Gut, ja. Linker Zügel, Oberkörper zurück, so, und geradeaus raus, so, sehr gut. So, und jetzt machst du eine ganze. Gut, Oberkörper bleibt zurück, ja, langsam, Oberkörper zurück, linker Zügel, Oberkörper zurück, aha, so, ja, das letzte Ende ist immer noch zu schnell. Sehr gut, geh mal linke Hand, machen wir es links. Nimm dir Zeit dafür, ne? Dass du, wenn du das erarbeitest, du musst jederzeit in der Lage sein, rauszureiten. Sobald das Pferd selber wendet und du ihn nicht mehr vor der treibenden Hilfe hast, reite aus der Pirouette raus. Ja, geradeaus, Galopp, 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 gut. Ja, gut. Jetzt machst du wieder eine halbe Pirouette. Am rechten Zügel. Nach vorne reiten, am rechten Zügel nach vorne reiten, ja, genau, genau, so, gut, ja, die Kontrolle ist immer am äußeren Zügel, Oberkörper zurück, nicht in der Hüfte einknicken, rechter Zügel, Kopf hoch, so, ja, 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 richtig, so, weiter, nochmal eine halbe, gut, nicht einknicken, ja, Kopf hoch, rechter Zügel und nach vorne reiten. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war gefühlvoll gemacht. So, jetzt machst du nochmal eine ganze. Wenn du merkst, dass der in der zweiten Hälfte selber dreht, dann reitst du raus, nach vorne raus, Oberkörper zurück, Kopf hoch, rechter Zügel, Kopf hoch, so, so. Jetzt reit mal raus, na, das ist das. Na, dann kommt so ein bisschen... Das Schleudertrauma da. Noch einmal. Galopp, Galopp, Galopp. So, dahin reiten, genau. Nicht so viel Abstellung. Im rechten Zügel, Oberkörper. So, Kopf hoch, nach vorne, am rechten Zügel. Ja, ja, am rechten Zügel. Rausreiten, raus, ja. Du musst die nicht so beenden, die Pirouette. Nochmal. Wieder Mittellinie und dann reitst du nach einer Dreiviertel. Einfach zur langen Seite raus, ganz egal, wo du rausreitest. Aber nicht so zu Ende reiten. Oberkörper zurück, setz dich auf den Hintern. Ja, gut, jawohl, 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 jawohl. So, genau, nochmal. Gut. Rechter Zügel, so. Und nach vorne reiten, nach vorne reiten, nach vorne reiten und raus, jetzt rausreiten, so, genau, okay. Und Schritt, prima, klopf hin mal. Sehr gut, ne? Du musst das bestimmen können, ne? Dann, weil der weiß genau, wo er wieder rausgeht, dann wenn er schnell fertig ist, wenn er schnell rum ist. Und du willst ihn eigentlich vor dich treiben, treibst ihn aber immer mehr drunter und um sich zu entziehen, wendet er schnell. Ne? Also du musst wirklich jeden Galoppsprung einzeln reiten können. Auch in der Pirouette, das ist ähnlich wie beim fliegenden Wechsel. Jeder Galoppsprung in der Pirouette ist wie angaloppieren. Immer wieder nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, so lang. Und ich muss immer in der Lage sein, aus der Pirouette rauszureiten, sonst habe ich keine Kontrolle. Weil der macht es ja, der setzt sich sehr, das ist gut, ne? Der ist sehr schön versammelt. Nur es ist nicht ganz korrekt, wenn du nur vier Galoppsprünge hast und das Pferd sich eigentlich entzieht und nicht wirklich reell an die Hand herangaloppiert. Okay, dann machen wir noch ein bisschen Piaf Passage. Ich denke, mit Galopparbeit ist genug, Wechsel könnt ihr. Außer du möchtest sie unbedingt zeigen. Aber ich glaube, jetzt hat er viel Galopparbeit gemacht. Gucken wir nochmal, was die anderen Tritte so machen.
Jetzt wird es wieder sehr eng. Erst wieder einen guten Ablauf hinbekommen und eine Verbindung von hinten nach vorne. Der Hals muss wieder ein bisschen flacher werden und ein bisschen mehr sich nach vorne dehnen wollen. So, so, genau, da, genau. Da versuch, eine Verbindung herzustellen, ne, dass du da eine Anlehnung bekommst. Ja, gut. Auch da, genau, dass er an die Hand herangeht. Oberkörper zurück. Ja. Ja, jetzt ist nämlich nicht mehr so viel Aktivität im Hinterbein. Ja, ja, genau. Ja, gut. Bleib mit dem Oberkörper zurück. So, du willst das Hinterbein haben. Gut. Geh mal ein bisschen vom Hufschlag weg, dass das ein bisschen leichter wird. Bleib mal auf dem Zirkel. Zirkel. So. Kannst mal die Gerte ein bisschen auf die Kruppe legen. Oben, oben, nee, nicht so viel an. Oben auf die Kruppe. Nur drauflegen. Ja, 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 ja. So. So, prima. Gut. Prima. Und wieder traben. Genau. Na, mal Handwechsel, ruhig traben, wieder gleichmäßig, gleiches Maß. Ja, gut, sitzen bleiben, gut. Ja, genau, die Gerte oben, das ist ganz gut. Dann haust du nicht so einseitig. Gerte auf die Kruppe, leg die über deine Hüfte, lass die Gerte über deine Hüfte laufen, oben auf die Kruppe drauf, in der Mitte. Ja, ja, so, so, genau. Gut, 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 jawohl, gut. Und nochmal traben, prima, so. Länger lassen, länger lassen, länger lassen, so, jawohl, gut. Gut, dann an der nächsten langen Seite kannst du den nochmal aufnehmen. Lass den Hals da ein bisschen tiefer, dass er auch den Rücken benutzen kann und nicht den Rücken wegdrückt und die Hinterbeine so hinten drauf. So, nur schwingen, gut, gut. Gut, länger lassen, so, 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 ja, ja, prima, prima, jawohl. Machst mal einen Übergang zur Piaffe, ja, länger lassen, gut, jawohl, prima, sehr gut. Und wieder Passage, länger lassen, länger lassen, länger lassen, so, so, setz, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, nur schwingen, ja, nur schwingen, so. Gut, geh einmal die Diagonale, dann machst du nochmal einen Übergang in der Mitte. So, länger lassen, nicht ziehen, nicht ziehen, lass ihn so. So, und bleib sitzen. So, lass mal den Hals lang dabei, lass mal den Hals lang, gut. So, gut, brauchst keine Gerte, ist gut, ist gut, ist gut. Und wieder rauslassen, länger, 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 gut, gut. Jawohl, prima. So, gut. Okay, und noch einmal traben, ja genau, gut. Lass mal die Zügel länger. Ruhig, oh Gott. Irgendwas ganz anders plötzlich. Recht, bisschen rechts stellen, so. Gut, an der nächsten langen Seite nochmal deutlich länger lassen. Jawohl, jawohl, gut. So. Ja, genau. Gut so. Noch länger. Ja, brav. Gut. Dann trab mal leicht. Noch einmal Handwechsel. So. So muss er eigentlich am Anfang gehen, ne? Am liebsten. So ist brav. Gut. Wieder länger lassen. Klein bisschen abparieren, aber nur, dass das, dass der Hals unten bleibt und wieder loslassen. Prima. Ja, gut, Jakob. Sehr gut. Jawohl, jawohl. Gut. Ja, er lässt so ein bisschen los. Ja, ihr geht jetzt schon, dann muss er das natürlich mitkriegen. Gut. So, genau. Jetzt hat er auch einen guten Ablauf, schöner im Hinterbein. Mit der Spannung muss man immer ein bisschen leben. Hat natürlich für die Piaffe-Passage Vorteile, weil das Pferd sehr aktiv ist, aber natürlich ist das auch nicht so einfach. Und diese, das mit der Anlehnung ist natürlich immer
ein Thema, wenn ein Pferd sich auch von alleine schon so dahinstellt und ein bisschen den Rücken wegdrückt. Ne? Er ist nicht so der Stärkste in der Rückenpartie, in der Sattellage, aber durchaus talentiert. Dankeschön, Jakob. Gut gearbeitet. Und ja, brav. Gut. Ich hoffe, ich konnte dir für die Pirouetten da ein bisschen Unterstützung geben. Da kannst du sicherlich noch was gut verbessern an der Galopparbeit, an den Pirouetten. Ja, ganz lieben Dank.